5.6. erscheint ja dein neues Album Neonlicht. Auf was dürfen sich die Fans denn freuen? Auf eine ganz, ganz bunte Reise. Also es geht ins Nachtleben. Wir analysieren im Album quasi auch so ein bisschen das Nachtleben verschiedener Großstädte. Es gibt ja auch einen Titel, der heißt München, Hamburg, Köln, Berlin. Also egal, wo man herkommt, egal, wo man am liebsten rausgeht auf die Straße. Es ist für jeden was dabei, für alt und jung, wie ich auch immer so schön sage. Und es ist wirklich eine musikalische Reise, weil Neonlicht soll jetzt nicht heißen, bitte starten Sie jetzt alle und gehen Sie raus feiern in den Club Ihrer Wahl, sondern das heißt wirklich, feiert das Leben und genießt das Leben. Du hast beim letzten Interview verraten, dass du die Songs nicht nur alleine geschrieben hast, sondern dir jemand Bekannteren ins Boot geholt hast. Du konntest nur nicht verraten, wer das war. Magst du dazu was sagen? Genau, also vielleicht bei Verliebt in das Leben hat man es schon gemerkt. Doris Decker und Tobias Reitz und Bernd Kimpel, das sind große Namen in der Musikgeschichte in der Deutschen. Tobias Reitz spricht ja für sich selbst. Wahnsinnig viele tolle Songs und Texte geschrieben, mit verschiedenen Künstlern schon zusammengearbeitet, unter anderem Helene Fischer, aber auch noch viele weitere große bekannte Namen. Und für mich war das auch so eine Ehre, dass Tobi das für mich gemacht hat. Weil Tobias hat immer gesagt, für die Eifel schreibe ich nicht. Nicht, weil er mich nicht mag, sondern er hat gesagt, die kann nur ihre Texte alleine schreiben. Da brauche ich doch nicht da noch rumkritzeln und der reinreden. Und ich fand es dann aber so toll, weil es war so stimmig, die Songs, die er abgeliefert hat, ob nun in Zusammenarbeit mit Doris Decker oder in Zusammenarbeit mit Tom Deininger, der ja vielen bekannt ist aus der Band Klee, die auch junge deutsche Popmusik machen. Und für mich hat das einfach sehr, sehr, sehr gut gepasst. Ich habe mich mit den Songs sofort auf Wellenlänge gefühlt und das ist ja immer das Wichtigste. Nimmt man dann 50 Lieder auf und sortiert dann später nochmal aus oder merkt man das schon beim ersten Durchlesen, aber das ist eher nichts für mich? Das macht jeder Künstler anders. Also das ist bei jedem Künstler anders. Es gibt viele, die produzieren ohne Ende und geben Gas und probieren jeden Titel mal durch, der eingereicht wird. Und es gibt aber auch Künstler, und dazu zähle ich mich, die hören das sofort auf dem ersten Hören. Ist das mein Lied oder ist das nicht mein Lied? Und beim Neonlicht habe ich zum Beispiel sofort gemerkt, mein Lied. Habe ich sofort gesagt, das will ich singen und da gehe ich mit und das finde ich toll. Und bei vielen anderen Titeln war es auch so. Also bei Du machst mich vollkommen war es auch Liebe aufs erste Hören. Keine Panik, Verliebt in das Leben, das waren Titel, wo ich sofort gesagt habe, richtig toll. Und dann gab es auch so Songs, da habe ich erst so gesagt, ja, eigentlich cool, aber weiß ich noch nicht, wie es bei mir klingt. Und das war zum Beispiel München, Hamburg, Köln, Berlin, der dann im Endeffekt so toll geworden ist. Würdest du sagen, dass Neonlicht dein persönlichstes Album ist? Das persönlichste Album bis jetzt in meinem Werdegang war Barfuß durch Berlin. Dadurch, dass eben wirklich alles von mir selbst komponiert und getextet wurde, war das persönlichste. Das war wirklich so eine Art Seelenstriptease, wo man einfach alles mal gesagt und thematisiert hat, was einen die letzten Jahre beschäftigt hat. Und bei Neonlicht ist es eher so, es ist, würde ich mal fast sagen, mein bestes Album. Es gefällt mir selber sehr gut. Ich bin selber total begeistert von dem Produkt. Zwei Lieder auf deinem Album heißen Du machst mich vollkommen und bleib bei mir. Ja. Hast du da an jemanden speziell gedacht? Oder? Klar, also Du machst mich vollkommen ist wirklich eine Liebeserklärung, kann man ja wirklich so ganz klar sagen, die ich zwar nicht selber verfasst habe, aber wo ich mich absolut mit identifizieren konnte, wo ich gesagt habe, Mensch, schöner hätte ich es jetzt leider nicht sagen können. Muss man wirklich neidlos anerkennen. Schöner hätte ich es jetzt nicht in Worte fassen können mit diesem Du bist mein Star, mein siebter Sinn. Wir gehören zusammen und das sind eben einfach auch so Stichworte, das sagt man auch Leuten, mit denen man sich verbunden fühlt, die einen stärker machen, die einen durch schwere Zeiten durchhelfen und dazu gehört eben auch die Familie, dazu gehört ein Partner, in meinem Fall ist es ja Tom. Und zudem gehören aber auch Freunde, auf die man sich immer verlassen kann. Und auf der anderen Seite auch als Künstler Fans. Also das ist überhaupt nicht, soll man überhaupt nicht aberkennen, dass wir Künstler auch anhand unserer Fans wachsen und stärker werden. Und uns da auch, also wir wissen, wir haben da eine Basis hinter uns, die uns auch durch schwere Zeiten hilft. Und das ist total wichtig, dass man sowas hat, ob es die Familie ist, die Freunde, der Partner oder eben die Fans. Und viele Künstler haben das ja auch schon erkannt. Man hört es ja nicht umsonst von Andrea Berg, von Roland Kaiser, wo die sagen, ohne meine Fans, wer weiß, wo ich da stehen würde. Es ist einfach so.